Wirklich? In diesem Aufzug kommt ihr, um mich zu bekämpfen? Ehrlich gesprochen weiß ich nicht, warum sie mir überhaupt eine Armee zur Verfügung stellen. Sagt, was wollt ihr? Geht beiseite, Hofnarr! Ich bin hier, um mit eurem Anführer zu sprechen. Ich führe hier die imperialen Truppen an, auf Befehl seiner Eminenz, des Bischofs des Meeres, Prälat des Imperium Romana. Ich verstehe mindestens ein Dutzend eurer Worte nicht. Aber ich nehme an, es bedeutet, lasst uns kämpfen. Haltet euch fern, Barbaren! Ihr könnt mir kein Leid zufügen! Thank you.
Ihr habt noch nicht das letzte. Ah, die Narrenkappe. Welch hübsches Andenken. Höchst amüsant. Ich werde euch geben, was die Eindringlinge mit Gewalt an sich nehmen wollten. Die Hagalas-Rune. Benutzt sie weise. Der Runenstein Hagalas. Ich erwartete etwas mit mehr Gewicht, aber Fraki kann vermutlich etwas Sinnvolles damit anstellen. Die Niederlage des Bischofs der Erde stärkte bloß den Entschluss des Imperium Romana, die Barbaren an ihren nachbarlichen Küsten niederzuschlagen. Aber zumindest sein Hut ward nie gefunden und verblieb im Besitz der Ulfung bis zum Ende ihrer Tage. Ihr habt die Runen erlangt, wie ich sehe. Simul, die Riesin, versammelt ihre Armee, um von Utgard loszumarschieren. Ihr müsst sofort aufbrechen. Wollt ihr euch als stark genug erweisen, ihr Verbündeter zu sein? Soll ich euch den Weg nach Utgard öffnen, damit ihr Simul um Beistand gegen ihren Todfeind Grimnir ersuchen könnt? Wie ihr wollt. Öffnet den Pfad. Ich bin bereit, in Utgard zu wüten. Hier, der Weg ist für euch bereit. Falls sich Simul nicht mit euch verbündet und der Grat, auf dem ihr geht, ist in der Tat sehr schmal, dann bringt mir den Schatz, den sie Odin gestohlen hat, sodass ich ihn zurückgeben kann. Ihr könntet Odins Gunst in diesen Zeiten gut gebrauchen. Wir werden uns wiedersehen, Kriegswolf, nun da die Verwirklichung eurer Bestimmung näher rückt. Beschleicht mich das Gefühl, übers Ohr gehauen zu werden. Utgard, die gewaltige Außenwelt zwischen Midgard und Asgard, Heimat der Bergriesen. Der Diebstahl von Odins verzaubertem Ring Draupnir verlieh Simul einen schier endlosen Vorrat an Gold, um sich Verbündete unter ihrer Verwandtschaft zu erkaufen. Inmitten ihrer Festung, hoch oben auf den Klippen, rüstet sie sich für ihren Marsch gegen Grimnir, für einen Krieg, der das Schicksal der neuen Welten zu beeinflussen vermochte. Das muss Utgard sein. Sieht nach einem langen Weg abwärts aus. Nicht stoppen!
geeignete Schnitzzeit! Ihr könnt mich nicht aufhalten, kleine Kobolde! Wagt es, meine Festung in Utgard zu stürmen? Mächtige Simul, ich bin hier, um zu beweisen, dass ich stark genug für ein Bündnis mit euch bin. Wir haben in Grimnir einen gemeinsamen Feind. Er muss sterben. Das muss er in der Tat. Aber ich benötige keine Hilfe von einem Normalsterblichen, um dieses Ziel zu erreichen. Der Tod sei eure Belohnung für den Mut, mich herauszufordern.